Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Streikende, heute haben über 6.000 Beschäftigte im Rahmen der Tarifauseinandersetzung für den TVÖD aus Niedersachsen und Bremen gestreikt. Darunter aus unserem Bundesland Beschäftigte des Magistrats Bremerhaven, die Eigenbetriebe Bremens wie Kita Bremen, der Umweltbetrieb Bremen, Immobilien Bremen, unsere Hafeninfrastrukturgesellschaft Bremen Ports, die Gesundheit Nord GmbH, Bundesbehörden und sogar das erste Mal kirchliche Beschäftigte der Kitas von der Bremer Evangelischen Kirche. Die Müllabfuhr auch, aber ist kein bremischer Bereich, neben ist ja... Ne? Diese Tarifrunde ist aus zwei Gründen besonders hart umkämpft, aber politisch auch von besonderer Bedeutung. Es geht um den Inflationsausgleich der überwiegend öffentlichen Dienstbeschäftigten und es geht in den Beschäftigten den unteren Gehaltsgruppen darum, überhaupt noch über die Runden zu kommen. Und, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, es geht um die Attraktivität für Nachwuchskräfte und zukünftige Bewerberinnen, denn gute Tarifabschlüsse sind tatsächlich der einzige Weg auch für Fachkräftesicherung. An dieser Stelle kommt immer gerne der Einwand, wieso gehört denn das hierher? Ich finde, das gehört unbedingt hierher. Wir haben gerade einen Krisenfonds mit einer 500 Millionen Euro beschlossen, um die Folgen des russischen Angriffskrieges und der Energiepreiskrise abzufedern. Genau diese Folgen kommen bei den Beschäftigten an. Wir haben ein 2,5 Milliarden Programm für die Klimatransformation beschlossen. Und wir werden diese Transformation nicht schaffen, wenn uns die qualifizierten Fachkräfte fehlen. Wir werden sie nicht steuern können, wenn wir den öffentlichen Dienst nicht attraktiv bekommen. Deshalb gehört die Frage, wie sich die Tarifsituation im öffentlichen Bereich entwickelt, unbedingt hierher, weil sie zentral ist für die soziale Lage und für die Handlungsfähigkeit des Staates. Heute streiken Raumkräfte teilweise mit 20-25-Stunden-Verträge, die maximal zwischen 1.500 und 1.850 Euro brutto verdienen. Von diesen Kollegen müssen viele Kollegen aufstocken oder Wohngeld beantragen. Das heißt, da werden Gehälter bezahlt, mit denen man ohne staatliche Sozialleistungen nicht mehr durchkommt. Es streiken Köchinnen und Gärtnerinnen mit Einstiegslöhnen von gut 2.500 Euro brutto in den öffentlichen Dienst. Erzieherinnen und Erzieher haben heute die Arbeit niedergelegt. Übrigens, ich habe es gerade schon gesagt, das erste Mal ja auch die kirchlichen Kolleginnen, die in der Stufe 2 mit 1.300 Euro anfangen. Das ist doch Vollzeit, wir wissen doch, was dann übrig bleibt netto. Und auch Ingenieure, die in der Enkelgruppe 11 mit 3.600 Euro in die Arbeit einsteigen, das sind doch keine Reichtümer. Da bleibt von den Nettolöhnen doch bei der gewaltigen Inflation am Ende kaum noch etwas übrig. Ich bin selbst gelernter Energieelektroniker und Ende der 90er Jahre als Haushandwerker in der Enkelgruppe 5 angefangen. Das waren damals Lohneinbußen von über 40% gegenüber der Privatwirtschaft. Ich wollte damals einen sicheren Job, einen Tarifvertrag, in meinem Beruf arbeiten. Aber das reicht doch für die Fachkräftesicherung heutzutage nicht mehr aus. Damals hat die Rechnung noch funktioniert. Beim Staat verdienst du vielleicht weniger, aber du hast Sicherheit und kannst dein Leben planen. Heute funktioniert das nicht mehr. In Zeiten des Fachkräftemangels ist Arbeitsplatzsicherheit allein kein Argument mehr. Und deshalb finden wir in vielen wichtigen Handwerksberufen keine wechselwilligen Kolleginnen mehr. Wir brauchen für Handwerksberufe in den Enkelgruppen 5 bis 7 deutlich höhere Löhne, ansonsten werden halt bald keine Bäume mehr gepflegt, Gebäude nicht mehr instand gesetzt und auch kein nachhaltiges Essen in den Kitas gekocht. Als meine Kinder damals, geboren wurden, da war ich dann immerhin in der Enkelgruppe 6 und damit Hauptverdiener. Hauskredit, Lebensmittelkosten, Kinderklamotten. Am Ende des Monats war damals auch schon nichts mehr da. Aber wenn jetzt die Kollegin in den unteren Enkelgruppen spreche, dann stellen sich die Frage Hauskredit gar nicht mehr. Die müssen teilweise auf ihre Sparrücklagen zurückgreifen, um noch über die Runden zu kommen. Da kann man eben sein Leben nicht mehr planen, wenn man keine Chance mehr hat, auf ein Häuschen zu sparen oder wenn man nicht mehr weiß, ob man sich Kinder eigentlich überhaupt noch leisten kann. Das kann doch nicht sein, Kolleginnen. Wir brauchen hier einen Tarifabschluss, der gerade für die unteren und mittleren Einkommensgruppen von der massiven Inflation entlastet. Vor gut 10 Jahren, als ich Gewerkschaftssekretär geworden bin, seitdem
habe ich eigentlich fast alle kommunalen Dienststellen hier in Bremen und Bremerhaven mal betreut, bis ich hier mein Bürgerschaftsmandat angetreten habe. In der Zeit konnte ich gut das Wachsen der Personalnot verfolgen. Immer wieder wurde von den Abteilungsleitungen, Amtsleitungen, Geschäftsführung angesprochen: Herr Teppje, wir finden zu den geltenden Tarifbedingungen kein Personal mehr. Hier muss Verdi dringend etwas tun. Wenn ich zurückfragte, haben Sie eigentlich den KAV Bremer angefragt oder den Finanzsenator dazu, dann wurde ich meist von den Kollegen etwas mit großen Augen angeguckt. Nun bin ich ja jetzt seit knapp 4 Jahren hier Abgeordneter, habe damals auch die ganzen Bereiche des Bremer öffentlichen Dienstes abgegeben. Aber das Thema Fachkräftemangel und unattraktive Tarifbedingungen, das lässt mich auch nicht los. Garten- und Landschaftsbauerin, Landschaftsarchitekten beim Umweltbetrieb Bremen, Erzieherin bei Kita Bremen. Und wir haben gerade mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen von Kita Bremen und aus der Kirche. Momentan ist der Fachkräftemangel so massiv, dass die Kolleginnen wirklich am Stock als solches gehen. Uns fehlen die Plätze, wir haben das hier hoch und runter diskutiert, wie die Situation aussieht. Schul- und Kita-Bauten bei Immobilien Bremen. Vielfältige handwerks- und nautische Berufe bei Bremenports. Bäderfachangestellte bei den Bremer Bädern, um nur ein paar Themenfelder des Bereichs des TVÖDs zu benennen. Ob wir es in den Ausschüssen, Deputationen, Betriebsausschüssen oder hier in der Bürgerschaft diskutiert haben. Von Klagen ist noch nie etwas besser geworden. Strukturelle Verbesserungen lassen sich nur durch Tarifverträge herstellen. Und deshalb ist diese Diskussion jetzt und hier notwendig. Wir als Parlament sind nicht die Tarifpartei, aber in zweierlei Hinsicht von den Ergebnissen betroffen. Kommt es zu starken Tariferhöhungen, hat das natürlich Auswirkungen auf den Haushalt. Bekommen wir wegen unattraktiven Tarifbedingungen keine Fachkräfte, können wir viele unserer politischen Ziele und Aufgaben nicht mehr erreichen und umsetzen. Und wenn die Menschen im öffentlichen Dienst, was wirklich ein größer Bereich ist, ihr Ausgabeverhalten immer weiter einschränken müssen, dann wird es auch keine konjunkturelle Belebung und wirtschaftliche Erholung geben. Was die Verhandlungsführer auf der Arbeitgeberseite machen, hat im öffentlichen Dienst deshalb immer eine volkswirtschaftliche und auch eine politische Dimension. Und ich sage das ganz offen, ich habe das gestern auch gehört, was ich in dem Gespräch mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, als sie ihre Unterschriften übergeben haben, wenn dann gesagt wird, wir haben eine politische Ausrichtung und wollen keine Erhöhung in unseren Entgeltgruppen, dann kommt das natürlich auch bei den Kollegen an. Das ist eine Maßgabe, darüber müssen wir hier entsprechend auch diskutieren. Und deshalb solidarisieren wir uns als Linke auch deutlich mit den Streiks im öffentlichen Dienst, weil wir die inhaltlichen Forderungen als gerechtfertigt erachten, weil wir die besonderen Belastungen in den unteren Einkommensgruppen sehen und weil wir die großen Lücken bei den Ausbildungs- und Stellenbewerbungen sehen. Und ich habe es gerade schon gesagt. So ist es. Und wir wollen auch, dass von diesen Tarifverhandlungen ein klares Zeichen ausgeht, dass die Beschäftigten von Krise und Transformation entsprechend gut durchkommen, dass der anstehende Strukturwandel für die Breite der Bevölkerung keine Bedrohung, sondern eine Chance ist. Und auch dafür setzt diese Tarifrunde ein Signal, so oder so. Deshalb wünschen wir den Streikenden in den weiteren Auseinandersetzungen viel Erfolg und hoffen auf eine gute Einigung in der anstehenden, vorläufig letzten Tarifrunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Gäste, Herr Hilz, ich will Ihnen mal ein bisschen sozusagen zugutehalten lassen, dass Sie ja Landtagsabgeordneter sind und gestern nicht in der Stadtbürgerschaft waren. Aber ich bin schon ein bisschen erstaunt von der FDP. Gestern, Ihre Fraktionskollegin stellt hier eine Frage, warum, was ich, wird denn S8B nicht allen Kolleginnen in den Kitas bezahlt? Und sagt, was ich, der Kollegin Bildungssenatorin, naja, wenn es jetzt, was ich, das tarifrechtlich noch nicht geht, dann machen Sie das doch eben mal außertariflich. Das ist sozusagen, da sagen Sie, das ist in Ordnung, aber hier eine Aktuelle Stunde zu dem Thema zu machen, das wäre jetzt plötzlich hier nicht passend. Ich würde das ja genau andersrum sagen. Ihre Kollegin hätte heute hier ans Pult gehen müssen, dann hätte sie auch sagen können, dann hätte sie der Regierung auch sagen können, mit welcher Position sie denn in die Tarifverhandlungen gehen können. Weil da gehört das Thema hin. Da will ich auch ganz gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. Ich hatte es eben gerade schon gesagt, wen habe ich denn nicht gesprochen? Ich habe ganz bewusst nur die angesprochen, die tatsächlich von dieser Tarifrunde betroffen sind, Kollege Schrummer. Ne? Es ist sozusagen, man muss sich schon mit dem Tarifrecht auseinandersetzen, wenn man irgendwie auch um die Kritik geht. Da muss man schon gucken, was ich, wer fällt denn da drunter und was ich, um wen geht es momentan. Und,
Das sind Beamte, das stimmt aber auch nur in Teil. Und zum anderen, geht deren Entgelt als Beamte angelehnt an den TVL, das heißt, in der Länderrunde. Und Sie können sicher sein, wir haben da eine gute Tradition drin. Ja, wir thematisieren das Thema hier auch im Parlament. Und ich habe da auch eine andere Haltung zu. Und ich sage auch nochmal ganz deutlich, warum. Mit der Aussage Arbeitgebervertreterin, was Henrike Müller gerade ja gesagt hat. Ich würde das gar nicht so außer Acht lassen, sondern wenigstens. Es ist natürlich so, die Verhandlungen finden statt zwischen dem kommunalen Arbeitgeberverband, da ist Bremen drin organisiert, ne, Finanzsenator und Bereiche, haben da ihre Rolle drin in den Tarifverhandlungen. Aber wir haben natürlich als Parlament doch auch die Möglichkeit und müssen doch auch die Möglichkeit haben, unserer Regierung zu sagen, was erwarten wir denn in der Struktur her, was wir eigentlich so, in welche Richtung Tarifverhandlungen gehen sollen. Und ich finde, dafür ist auch der Ort hier, das gehört auch zu einer Demokratie, auch im öffentlichen Dienst, zu sagen, wie soll denn die Struktur auch von Gehalt und, sein. Und ich sage mal, die FDP hat es ja gestern ganz klar gemacht. Ne? Die hat gesagt, jo, S8B sollen alle Erzieherinnen kriegen. Zur Not, zahlen Sie doch außertariflich. War Ihre Aussage gestern hier, in der Aktuellen Stunde. Insofern finde ich schon, dass diese Themen hier auch ins Parlament gehören und man da auch strittig darüber diskutieren muss und auch, der eigenen Regierung sagen muss, was für eine Erwartung hat man. Nicht in der Verhandlung, ganz klar. Ne? Wir sind hier keine Tarifpartei. Das will ich überhaupt, das ist völlig richtig und völlig außer Frage. Aber wir haben natürlich schon eine Rolle im Rahmen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Und zum Thema Fachkräftemangel. Da haben Sie tatsächlich recht, Herr Strohmann, dass das Thema Fachkräftemangel ist das große Thema. Und wir haben ja auch gesprochen, auch mit den Kollegen jetzt aus den Erziehungsdiensten in der Frage, der Geno. Es geht darum, den Kollegen, dass wir mehr Personal brauchen durch attraktivere Bedingungen im öffentlichen Dienst. Und das ist eine der großen Kernauseinandersetzungen, die wir hier auch haben. Aber da gehört natürlich auch dazu, dass wir auch die PIA-Ausbildung entsprechend ausbauen und weiter voranbringen. Auch das ist ein politisches Thema. Das ist ein tarifpolitisches Thema, ist aber auch ein politisches Thema. Und dazu gehört halt auch genauso, dass man entsprechend, und das hat mein Kollege ja auch schon gesagt, zu gucken, wie kommen wir denn, in der Fachkräfteausbildung weiter. Dass wir darüber sprechen hier, wie kriegen wir denn, die Kolleginnen und Kollegen, die wir für die Klimatransformation brauchen, ausgebildet. Und wie kriegen wir denn auch, mehr Menschen in eine duale Berufsausbildung. Und ja, da gebe ich meinem Kollegen Volker Stamer völlig recht, der Ausbildungsunterstützungsfonds wird da auch eine der Maßnahmen sein, die hilft. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus